S wie Stabilisation. Was macht man damit? Was gibt es? Und was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis der perfekten Stabilisation? Tja, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Denn bei ganz, ganz wenigen Setup-Einstellungen am Bogen gibt es so viele Variationen, die geschossen werden und die auch irgendwie funktionieren, wie beim Stabi-System. Wenn man mal auf ein Turnier geht, wo sehr gute Leute schießen, die haben alle unterschiedliches Stabi-Setup. Das kommt daher, dass man je nach Bogen, je nachdem wie weit man auszieht, wie man den hält, wie lang der Bogen ist, ganz unterschiedliche Gewichtsverteilungen hat, die man ausgleichen möchte. Deswegen, da muss man ein bisschen probieren. Ich würde empfehlen, ein Stabi-System sich zuzulegen, wo man eben auch gut tunen kann. Zum Beispiel hier so eins, wo man die Gewichte letzten Endes einzeln hier dran oder abschrauben kann. Ja, diese kleinen Dinger hier, das ist jeweils ein Gewicht. Das sieht dann so aus. Ja, diese Scheiben, die kann ich hier also dran oder abmachen. Ja. Oder kann ich das eben sehr gut feintunen. Das hilft. Denn ich möchte ein auf mich individualisiertes Stabi-System. Wenn ich das mal gefunden habe, dann ist es ganz oft so, dass bei den Schützen das Stabi-System im Prinzip an jedem Bogen funktioniert. Ja? Insofern ist das Stabi-System so ein bisschen wie die persönliche Signatur. Ja? Was bezwecke ich mit dem Stabi-System? Naja, ich bezwecke mit dem Stabi-System, dass letzten Endes beim Zielen mein Visier im Ziel möglichst ruhig hält. Ja? Das heißt, ich habe hier vorne einen kleinen roten Punkt in meinem Visier und der soll möglichst ruhig halten. Ja? Drei Indizien, die darauf hinweisen, dass ich am Stabi-System etwas ändern muss. Der Pin da vorne sinkt immer wieder ab und ich muss ihn hochziehen. Dann kann es sein, dass es daran liegt, dass das Stabi-System vorne zu schwer ist, beziehungsweise hinten zu leicht. Vielleicht mal als Beispiel. Ich habe einen Bogen, der hält, ohne dass ich irgendwas mache, genau gerade. Ich schieße vorne sehr, sehr wenig Gewicht und ich schieße hinten sehr, sehr viel Gewicht. Ja. Indiz Nummer 2, der Stabi schwimmt sehr stark, ja, und sehr schnell. Das könnte heißen, dass das ganze System allgemein noch zu leicht ist. Ja. Mit mehr Gewicht wird es auch ruhiger. Indiz Nummer 3. Angenommen, ich bin im Ziel und mein Pin begibt sich auf die Reise in irgendeine Richtung und es fällt mir schwer, ihn zurückzuholen. Dann könnte das Stabi-System allgemein zu schwer sein. Ein schwerer Bogen, wenn der mal auf der Reise ist, aus dem Ziel raus, den zurückzuholen, ist logischerweise nicht so leicht. Ebenfalls sehr beliebt bzw. sehr verbreitet sind Setups mit nur einem kurzen Stabi nach vorne. Warum sind die so bekannt bzw. so beliebt bei uns? Naja, je nach Verband gibt es Bogenklassen, in denen man schießen kann. In diesen zum Beispiel hier, Compound Blank oder mit Pinvisier im DFPV. Da ist die Länge des Stabis nach vorne reglementiert. Ja, der darf also nicht zu lang sein. Außerdem ist es natürlich auch irgendwie günstiger und irgendwie einfacher, wenn man einen Bogen mit nur einem Stabi nach vorne macht. Dann sind meistens solche sogenannten Jagdstabis im Gebrauch. Die sind an sich nicht ganz leicht, die bringen schon ordentlich Gewicht mit. Das ist auch gewollt, denn Gewicht macht das System ruhiger. Und die sind relativ gut gefedert, also irgendwie praktisch. Was ist die Funktion
von Stabilisation. Naja, schauen wir uns mal an, was der Bogen macht. Der Bogen könnte zur Seite kippen, weil Visier und Pfeilauflage bringen ja Gewicht auf die eine Seite des Bogens. Der Bogen könnte nach vorne oder nach hinten kippen. Logischerweise, je nachdem wie er gebaut ist, wie er ausbalanciert ist. Und der Bogen könnte sich während dem Schuss bzw. auch so verdrehen. Und im Prinzip ist das Kippen, das Verdrehen und das nach vorne und hinten lehnen, das sind die Bewegungen, denen ich mit Stabilisation entgegenwirken möchte. Ja? Logischerweise heißt das, ich möchte den Bogen so stabilisieren, dass das Gewicht des Visiers und der Pfeilauflage auf der einen Seite auf der anderen Seite ausgeglichen wird. Deswegen habe ich meinen Stabi auf der gegenüberliegenden Seite wie das Visier. Ja? Visier oben rechts, Stabi unten links. Dieses Verdrehen bzw. Verkanten des Bogens, das kommt dann, wenn der Bogen zum Beispiel sehr kopflastig ist, also oben sehr schwer ist, auch durch das Visier zum Beispiel. Oder es gibt Bögen, die haben so ein Durchschusssystem, ne, da ist also der Rahmen, das Mittelstück des Bogens, oben relativ schwer. Ja, das macht es mitunter nicht ganz leicht, den Bogen gerade zu halten. Deswegen hat man Stabis gerne weit unten am Bogen, denn das zieht den Bogen nach unten hin gerade. Und der vordere Stabi erfüllt zwei Funktionen. Einerseits bremst er eine Verdrehung, die während dem Schuss passieren könnte. Und andererseits hält er durch diesen langen Hebel, und auch wenn ich nur relativ wenig Gewicht hier vorne dran mache, den Bogen nach vorne hin ruhig. Ja. Ruhig, das ist das, was wir mit Stabilisation beabsichtigen. Ansonsten kann ich nur empfehlen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja. Insofern viel Spaß beim Probieren und bis bald. Euer Thomas. Wie kommt es eigentlich, dass ich einen 60-Pfund-Bogen im Auszug halten und dabei ganz bequem reden kann? L wie Let-Off.